Relax, if you can. Die von Champagne Laurent Perrier präsentierte Ski-WM der Gastronomie fand heuer am 11. und 12. April zum 10. Mal inmitten der wunderbaren Bergkulisse auf der Idalp statt. Super zufrieden, traumhafte Piste, das Wetter ist toll, Mitte April, Verhältnisse wie Ende Februar, also wir sind super stolz und die Leute haben einen Riesenspaß und das ist die größte Freude, die wir haben. Also es hat super funktioniert und wenn man dann im Ziel steht, nicht, und wieder aufschaut und denkt sich, wow, so gut ist es gegangen, das lässt Rennfahrer Herz schon höher schlagen. Super Pistenverhältnisse, traumhafte Bedingungen für den ersten bis zum letzten eigentlich. Wir sind von großer Gasteiner da, haben ein tolles Team mit, die jetzt ja und fahren irrsinnig gern her. Und wirklich Gratulation für diese tolle Veranstaltung. Sensationell, also ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, ich muss sagen, immer jedes Jahr ein geiler Event, tolle Sache. Ich habe jetzt 10 Jahre darauf warten können oder müssen. Ich habe angefangen mit einem Vize-Weltmeistertitel und endlich hat es jetzt einmal gereicht für einen Weltmeistertitel. Ich bin stolz, also mich freut es narrisch. Ja, total super cool. Man hat das erste Mal gewonnen und ist echt lässig. Nicht ganz so lässig war das Wetter am zweiten Tag der Veranstaltung. Die Sicht war sehr eingeschränkt heute. Aber das ist halt ein Freisport, wo man sich das nicht aussuchen kann. Aber es hat funktioniert, sagen wir mal so, ohne Sturz. Man hat fast nichts gesehen und zweimal hat es mich hingefragt. Also ich war nicht begeistert. Heute spielt leider das Wetter nicht mit. Aber zum Trainieren die letzten 2 Tage war echt phänomenal. Phänomenal war die 10. Ski-WM der Gastronomie allemal. Und zum richtig gut Skifahren geht's in Ischgl noch bis Anfang Mai. Ja, gefällt mir voll gut. Also kann man echt nichts sagen. War echt cool. Top, wie immer. Also wirklich von den Veranstaltern her super wieder aufgezogen, alle Jahr. Also bin jetzt das 9. Jahr dabei. Also kann nur Hut abmachen. Das ist super. Wir kommen jetzt schon seit Jahren hierhin und das ist einfach nur schön.